Es war spaßig, gemütlich und schön. Am Ende wollte keiner so richtig heim gehen. Heute so hör ich, klingt es aus viele Ecke. Wo sind die Junge, wo sind die Alte, tun die sich verstecke? Heute so denk ich, und man kann es überall beobachten und sehen. Die Junge, die Alte und die Alte wissen gar nicht, wo gehen eigentlich hin. Freitags oben sehen das jetzt im Samstag, und Maske fahren und sonntags geht es in die Kirche und mittags zum Show-Transfer. Alle müssen da gesehen werden, denn sonst ist mir nichts mehr auf dieser Erde. Was ein Quatsch. Was ich komisch denke, das kann man auch anders denken. In diesem Fall, das sag ich laut frei heraus, heit, so wäre es besser, wenn es immer mehr weniger wird, ihr Leid. Und denn mehr weniger bedeutet in diesem Fall, kein Stress, keine Eile, keine Langeweile hier in der Halle. Mehr ist der Helm in dem geliebten Rot, kann trinken und den Führerschein hinzu droht. Feiern die, die immer nur feiern und schaffen, und nicht die, die immer nur meckern und gaffen. Der Satz, es wird halt immer mehr weniger, ist nicht ohne. Er bedeutet dies und das, je nachdem, wie ich ihn betone. Doch eines ist an jedem klar, der Daumen zeigt nach unten klar. Und damit ein jeder das versteht, trinken wir auf unser Wohl an Fasnacht Getränke mit und ohne Alkohol. Erhebt nun die Tassen, die Gläser mit Bier oder Wein, hängt euch rechts und links beim Nachbar ein, schunkelt und singt Lieder vom Wein oder Bier. Legt los, macht Stimmung. Es ist noch kein Uhr 4, vor euch liegen die Noten, der Lieder vom Rhein und dem Brüderlein. Los, macht mit, unsere Dirigenten, die Esther, die stimmten ein. Ja, und wenn es dann ganz eng wird,
Schon immer der Roman so eine Handtuchstange und dann halte ich den Stoff dran fest. Das macht immer ein paar Kilo aus. Aber ein Freund hat das erste Problem. Der meine, der war abendwarten und sagt, du Scheiße, ne? Der zieht der war zu schwierig. Ja. Also ich die wo? Oft, boah. Ich habe schon mal die Lockenwindel ausgezogen, den Bademantel ausgezogen, die Pantoffel ausgezogen. Da wollte ich gerade mein Nachthemd über den Kopf ziehen, da seht ihr, um Gottes Willen, lass das Hemd an. Sag mir, was die wo anzeigen soll, ich stell das eben. Ja, also ich habe das angezogen, ja. Also ich wollte erstmal Strickkleid anziehen, aber so Strickkleid, das zeigt so gerade gar nichts. Gar nichts. Das sieht man doch nicht. Also jo. Und dann muss man hier ohne so ein Kleid, muss man ja auch einen Strumpfhosen anziehen, so Pellonstrumpfhosen. Also ihr Leid, wenn ich schon mal Pellonstrumpfhosen anziehe, dann hängst du es über den Kopf, wenn du schon Sparkasse bin. Also jetzt mal zurück zu meinem Vortrag. Also es geht wie jedes Jahr um mein Helmut. Eigentlich wollte ich den ja gar nicht damals. Vom sehen, die Inge ist halt da. Weißt du noch, Inge, wie ich gesagt habe, die ist so von der Schwäche, die brauche ich mir auch mit der aus. Sind ja der Griechen die Lehre. Also. Aber dann hat er mir ja so den Hof gemacht, gell? Ich kann es euch gar nicht sagen. Da hat er irgendwann gesagt, hat's weh getan, wie du vom Himmel ohne gefallen bist. Oder dann hat er gesagt, Schatz, du bist wie ein funkelnder Stern, der mir am Himmel immer den Weg zeigen wird. Kannst du mir mal erinnern? Nö. Der hat mir eben Wasser immer geschrieben, da hat er gesagt, jetzt muss schnell raus aus der Nasenklamotte. So, und dann hat es gar nicht mehr so lange gedauert, nur waren auch dann schon verheiratet. Ich wollte ja gar nicht so jung heiraten, aber ich hatte so Tante in Langlohnsen und immer, wenn wir irgendwo auf der Hochzeit waren, dann hat die immer gemacht, du bist die Nächste, du bist die Nächste. Das hat mich so lange gemacht, bis wir auf der Beerdigung waren. Die war ohne Worte. In der Kirche habe ich erst einmal meinem Helmut geschworen, dass er mir ewig treu ist. Weil ihn noch nicht, die hatten das Feiergelenk, für mich halt noch nicht. Ja, also ich sage, Kirche, dann waren wir essen und ich leidlos sind die Funke geflogen. Meine Mutter hat der Tante die Soße gereicht, hat Seite gießen, über die Katz gehalten, sind die Funke geflogen, hier direkt aufs Brautkleid. Und just in diesem Moment stand der MGV vor der Tür und hat die Ständchen gewogen. Weil sie klickt, dass die nicht gesungen hat, Flamme empor. Ja, nach dem ganzen Tag hat er für mich da ziemlich früh gegeben. Er hatte ja für den nächsten Tag eine Hochzeitsreise geplant. Der wollte mit mir aufs Nidderwalddenkmal fahren. Das ist dann ausgefallen, weil ich schon drauf bestanden habe, dass er mich über die Türschwelle tragen soll. Das hat er auch gemacht. 4 Wochen Oberwesel, Bandscheibe vorgefallen. Als er dann wieder daheim war, hatte mir ja einiges nachzuholen. Ich war so im Schlafzimmer, wie Gott mich schuf. Da habe ich gesagt, ich trage das Kleid der Liebe. Seht ihr zu mir, ich dachte mir vorher nicht immer ein bisschen Biele. Naja, weil dann, also er ist dann so um mich rumgeschlicht, da hat er mir so ins Ohr geflüstert. Hallo, Typo Alba. Hallo, Typo Alba. Ich habe angeguckt und ich habe, was ist denn jetzt los? Das
Ich weiß, dass er bei der Messdiener war, babbelt er jetzt Lateinisch mit mir. Sie habe ich gesagt, Samo, was heißt das? Schönes Wesen. Oh. Ich habe gleich gebuckelt, was das heißt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt Schleiereule. Sagt mein Helmut zu mir, gute Nacht, mein Glacium Atrate. Also ich kann nicht so gut Lateinisch, aber es ist so ähnlich, ja. Glacium Atrate. Das klang so sexy, schon gedacht, er hätte auch können sagen, gute Nacht, mein Sexbomb. Ist der, was das übersetzt heißt? Gute Nacht, mein Eiszapfen. Vorgeflüstert, gute Nacht, mein Ferox. Ferox heißt mein Wilder. Ja, gute Nacht, mein Ferox. Und dann habe ich gesagt, wenn du noch was brauchst, dann hol es. Mein Helmut aus seinem Bett, rüber zu mir, auf mein Seil. Ich habe völlig seit lange in seine Augen gesehen. Ich habe seinen heißen Atem auf meine Haut gespürt und dachte, gleich flüstert er mir wieder was Lateinisches, Dreckiges ins Ohr. So sagt er, was? Alles, was ich brauche, kann ich mir noch holen? Ja, hab ich gesagt. Alter, nimm mich mal wohl dein Kopfkissen, ich schlie so flach. Und er meinen Kopf hat gezogen, ich werde Kopfrennen, ob er am Bett poste. Ich war fort, kleines Koma. Ja. Am nächsten Tag sieht er zu mir, mein Gott, Ellen, musst du gestern oben mit gewesen sein? Ich war noch nicht richtig auf meiner Seite, aber ich bin schon geschlossen. Mein Helmut und ich, wir waren doch letztens so am Schlaf, waren wir einkaufen. Ja, nicht so auf dem Markt, so Obst und Mies. Nee, wir waren shoppen. Wir sind noch ganz nachgefragt, ja. Also eigentlich wollte ich schon, dass er sich um eine neue Buchs geht, ja. Aber ihr kennt das, gell? Männer brauchen nichts. Die haben alles, die brauchen nichts, fast alles noch gut genug. Ja. Kennt ihr das nicht? Aber nur ich so, ja. Naja, gut. Also, wir sind dann noch heute und gleich in die Adlerin, weil Adler, ja, also, ja, oder Ulla Poppen geht an. Also, wir in die Adler in Mitte in die Ecke, weil die das ruft, ja, und dann habe ich. Ich habe es gefunden, was du gerade gesucht hast. Wir sind dann noch in Mitte an die Dessous, ich dann noch gleich in die Kabine und habe gesagt: Hey, Mut. Ja. Geh mir wo ein BH und einen Schlüpper kaufen, ja? Jo, mein Helmut. Von der Kabine bis an die Stelle war ja klar. Vergesst, was ich begräße. Also, hat er mir nicht geholt, was ich brauche, sondern das, was ihm gefällt. So, ja, okay. Oh. Hände voll, ja? Ist auch nicht so geil, wie ich meine. Wurde mir dann so in die Kabine gereicht und dann wurde so ganz vorsichtig von der gerufen, und Schatz, was? Jo, habe ich gesagt, ich bin nur am Überlegen, wo ich den Rest in den Pack. Ja, mein Helmut. Und ich bin in die Küche im Meer und habe gesagt, du wirst arme Fette, du hast einen Arsch wie ein Waschmaschine. Und deine Brust, die motzt auch mit dir. Ja, meine Brust motzt mit mir? Wie hast du das gemeint, habe ich dazu gesagt. Und habe gesagt, ah ja,
Deine Brust, die verweigert dir doch jeglichen Blickkontakt. Die guckt immer mehr auf die Fiesen, oder? Lauter? Ja.
Ich sehe näher ran. Also ich will, wir sind ja mal doof, ich habe es nicht gehört. Es gibt immer wieder plattgefahrene Tiere, leider. Ich habe immer sehr viel Mitleid mit den Tieren, aber die Jugendlichen sehen das ganz künstlerisch und modern, für die ist das Asphaltdekoration. Jeder kennt die Bierdose von der Tankstelle, vom Supermarkt. Für die neuen Jugendlichen, ich muss gerade mal gucken, die sagen da echt Blechbrötchen dazu. Dann gibt es ja Männer, die tragen sehr, sehr enge Hosen. Das ist dann der sogenannte Eierspalter. Discos sind ja nicht nur was für Junge und Ältere. Also es gibt ja auch zum Beispiel die Discos für Leute, die über 30 sind, was bei den Jugendlichen ja öfter schon als Gammelfleischparty bezeichnet wird. Genau dasselbe gibt es aber auch für Kinder. Es gibt ja auch Kinderdiscos, das nennt man dann Jungs, die eben Embryo schubsen. Frauen haben Handtaschen. Die Handtasche von meiner Frau ist so groß wie mein Turnierrucksack. Aber auch Männer haben Handtäschchen. Öfter bezeichnet als ein Sixpack. Intelligenz wird jedem gegeben oder auch nicht. Denen, die keine Intelligenz haben, wurden früher als doof oder Idioten bezeichnet. Gut, das fand ich ein bisschen aggressiv, deswegen habe ich gesagt, das sind einfach Intelligenzallergiker. Es gibt viele kleine Kinder, man freut sich über nichts Schöneres als für so einen kleinen Wonneproppen. Ne? Die Jugend findet das nicht so toll, die nennt die Kleinen dann Kniebeißer. Als die Elm da vorhin ihren hübschen, unteren Bekleidungsteil gezeigt hat, diesen Tanga, ist mir dann gleich wieder ein Jugendbegriff eingefallen, nämlich Ritzenputzer. Achselhaare, ja, die Damen rasieren sich das ja meistens weg. Bei den Männern soll das angeblich männlich sein, obwohl, Telefon, ist das ja auch immer wieder im Kommen, dass die Männer auch die Achselhaare entfernen. Aber wenn jemand doch mit Achselhaaren dann da auftaucht, ist das ein Achseldackel. So, dann, ja, der nächste Begriff, Deo-Roller. Kennt man, ne? Gibt ja auch einen schönen Witz zu Deo-Roller. Da sagt zum Beispiel, es treffen sich zwei Frauen und, da sagt man ihr eine, du, ich habe von meinem Freund einen Kugelschreiber bekommen. Ja, ich kann doch nicht mal schreiben, das ist blöd. Ne? Sagt die nächste, ach du, das macht nichts, ich habe ein Buch bekommen und ich kann gar nicht richtig lesen. Da sagt die dritte, oh, ihr habt doch alle keine Ahnung. Ich habe einen Deo-Roller bekommen, habe noch nicht meinen Führerschein. Aber das ist nur ein kurzes Ausschweifen, dass der Deo-Roller heißt bei den Jugendlichen mittlerweile Geruchsmoped. Eine übergewichtige Person, früher hat man gesagt, guck dir mal den Dicke da hoch, das ist heute ein Pommespanzer. Oh. So, jetzt mal eine Frage in den Raum. Ich denke mal, die meisten können das beantworten. Wie heißt das männliche Geschlechtsteil? Weiß gar nicht. Weiß keiner, ne? Also allgemein als Penis bekannt, wird aber in der Jugend mittlerweile Alimentenkabel genannt. Wenn man viel trinkt, dann kriegt man Wampe. Ne? Ich sage immer lieber Wampe vom Saufen als der Bumpel vom Arbeiten. Ja. Aber ja, wenn man den Bierbauch hat, dann ist das halt so. Und damit das nicht so böse und penetrant klingt, nennt man das mittlerweile eine Brauerei. Ist ja alles nur noch computergesteuert, Mikroprozessoren, Chips und alles drum dran. Also wenn dann auch ein Mann irgendwann mal in das Alter kommt, wo es an gewissen Punkten nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, war das bisher bekannt als Potenzstörung. Aber in der heutigen Zeit redet man da einfach nur von ganz einfachen Hardware-Problemen. Zellulitis, das ist sehr, sehr unangenehm für die Frauen, also ich bin froh, dass ich es nicht habe. Aber auch da gibt es mittlerweile einen Begriff, der das Ganze so definiert, dass die Frau sich auch da nicht irgendwie betroffen fühlt, weil das ist mittlerweile ein Hagelschaden. Jeder von euch hat mehr Sex, als er denkt. Denn das Gießen ist ab sofort der Nasenorgasmus. Dass er erst eine Wohnung gesucht hat und dann auf einmal ein Haus gefunden hat. In einem ganz kleinen Ort, wo natürlich jeder jeden gleich begutachtet.
beäugt. Nicht wie in der Großstadt, ne? Da kennt man seinen eigenen Nachbarn nicht mehr, wenn man irgendwo wohnt. Aber hier ist das eben so, in kleinen Orten, da guckt man noch, wer ist wo, wer zieht wohin und und. Ja, und das war auch der Grund, warum dieses Pärchen eben in so einen kleinen Ort auf das Land wollte. Aber jetzt genug geschwätzt. Ich erzähle euch mal die Geschichte von diesem kleinen Ort. Wir suchten ein Haus und fuhren los, doch es erschien fast aussichtslos. Da fanden wir ein altes Haus mit Garten. So viel zu tun, oh Schreck, oh Graus, doch wir machten das Beste draus. Wir konnten es schon gar nicht mehr erwarten. So sind Roten, echte Roten, aus dem schönen Haus wollen wir von uns von Anfang sehr, so schön, so tolle Freunde hier zu haben. Egal ob trocken oder nass, die Festja mache richtig Spaß, mit Wurst und Wein sich göttlich hier zu laden. So sind Rote, echte Rote, aus dem schönen Haus wollen wir gehen. Ich lieb Musik und sing, genau, darum ging ich zum MGV. Doch manchmal ist bei Proben auch der Wurm drin. Der eine will's, der andere nicht, am Ende trifft man sich immer mit. Beim Auftritt kriegen wir's dann irgendwie doch hin. So sind Rote, echte Rote, aus dem schönen Haus will ich nie. Kreppelcafé, da ist doch wieder richtig schön. Nach ein paar Bier fangen einige an zu wanken. Ich mach jetzt Schluss, ich mach mich fort, doch ich bleib in dem schönen Ort. Ich möchte mich heute bei euch hier allen bedanken. Aus dem schönen Haus will ich in der Haut. Dankeschön, hello! Und
kleinste Wohl ein geschütztes Kind. Aus Eier macht man Pfannkuchen, Deich Kroketten und Suppen. Aus Dinkel macht man Hühnerklein, jedoch brauchen nur für Wein. Bringt den statt Kürbis und Apfelwurst. Hoch die Gläser! Erstmal Prost! Was nutzt dir doch der beste Wein? Liege im Keller ganz allein. Der wäre doch elendlich verkommen. Nur ein kleines paar Fläschchen mitgebrochen. Die sind vor dem schönsten Mann im Saal. Wer ist das? Ja, doch, das ist wieder so unfall. Wer sieht hier aus wie der junge Gott, der nirgendwo einen Speck holen wollte? Kefalde und kegraue Haar, ja, solche Männer, die sind wahr. So kann man sich nur noch den Kopf vollhauen. Mir trinke ich jetzt mal auf alle Frauen. Und jetzt auf Rot. Ex, Hopp und Morsch.
Fürst Albert von Monaco, doch die sind weit fort und mir ist es doof. Doch zu einer adlige Facette fehlt unser bisschen Etikette. Guten Ton ist das Moderne, was man nicht weiß, das kann man lernen. Wunderbar. Wein wird aus der Flasche nicht geschluckt. Man kann es nicht, wenn es am Hintern juckt. Man bohrt auch niemals in der Nase und nimmt stets vorsichtig am Kratz. Vorsichtig. Oh. Besteck, mehr ist die Wurst nicht ohne weg. Kurzum, wir sind die Dame von Heid. Also, Bauer Trampel im Sonntagskleid. Come on.